herzlich willkommen auf unserem heutigen Samstagsvideo. Heute wieder richtig coole Ankäufe, richtig coole Geschäfte, die wir da mit den Leuten gemacht haben. Diese richtig zufriedene Kunden, glückliche Kunden, die auch zufrieden sind mit dem, was wir ausgezahlt haben. Aber auch Kunden, die natürlich zwischendurch reinkommen, die sich Sachen hier kaufen und auch faire Preise von uns bekommen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Video. Wir haben richtig schöne Ankäufe, die ich rausgesucht habe. Ein Wackelbild ist dabei. Ich muss die ja auch irgendwie noch unterbringen. Deswegen, wie gesagt, nicht böse sein. Hüpft einfach ein bisschen mit. Dann habt ihr da im Endeffekt nicht ganz so viel das Bild am Wackeln. Dann sieht das so aus, als wenn das so sein muss. Ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Weiter geht's. Wir starten mit dem Ankauf. Und zwar kleiner Haufen, große Preise. Er kommt immer wieder und er bringt mir wirklich immer richtig coolen Stuff mit. Ich habe jetzt hier einen schönen Karton. Übrigens auch das erste Mal mit meinem neuen Gimbal. Also nicht mit der neuen Kamera, weil die Kamera ist die alte. Aber, wie ihr seht, ne? Kommst du mit? Hier bin ich. Komm mit. Er macht aus. So, man muss es nämlich wieder neu starten. Ist wie gesagt mit dem neuen Gimbal. Und da wollen wir mal schauen, was da so im Einzelnen drin ist. Wir haben Legend of Zelda, richtig was Feines, hat er bei mir gekauft für 30 Euro. Nein, hat er ein bisschen was mehr für bezahlt. Dann haben wir einmal das Donkey Kong Country, das wurde mir jetzt auch schon via Discord angeboten für 5 Euro. Dann haben wir Kirby's Dream Land, auch ein richtig cooles Game auf jeden Fall, auch im sehr guten Zustand, also da kann man absolut nicht meckern. Alles was hier drin ist, ist im sehr guten Zustand. Super Mario, 6 Golden Coins, der zweite Teil, auch im super Zustand. Dann haben wir ein selteneres Spiel, auf jeden Fall. Ich hoffe, er stellt es jemals scharf. Also ich sehe es nicht. Dann haben wir einen umgekippten Karton. Dann haben wir Super Mario Land, auch nochmal ein richtig cooles Game. Und auch im super Zustand. Dann haben wir noch zwei Spieleberater. Und zwar einmal den Super Mario World Spieleberater. Und wir haben den Super Mario World 2 Yoshi's Island Spieleberater. Also, da das Ganze etwas komplizierter ist, logischerweise, um das alles nachzuschauen, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Cut, damit wir uns die Sachen im Einzelnen angucken können, wie der Zustand ist, etc. pp. Und den finalen Preis kriegt ihr gleich mit. Ich würde sagen, weiter geht's. Ja, was soll ich sagen? Wir haben uns jetzt auf 425 haben wir uns geeinigt. Ich denke mal, da kann er gut mitleben, da kann ich gut mitleben. Wenn die Sachen nicht so exorbitant guter Zustand wären, wäre ich vielleicht auch nur bei 300. Aber der Zustand von den Sachen eigentlich wie geleckt, definitiv. Also da kann man absolut nicht meckern. Es sind keine Abrisse dran, es sind keine Spuren großartig dran. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Zustand hervorragend. Und tatsächlich, ich kann mich erinnern, dass er das ein oder andere Spiel bei mir günstiger gekauft hat, als das, was ich ihm jetzt mittlerweile dafür gebe, was er mittlerweile dafür bekommt. Tatsächlich, welche beiden? Die beiden, ne? Das. Also tatsächlich, die Preise steigen und ich finde das, bei manchen Spielen finde ich es zu exorbitant, dass sie steigen. Also bei einigen Spielen kann ich es überhaupt nicht verstehen. Aber bei vielen Spielen, die wirklich auch diesen Flair noch haben von früher und auch in diesem Zustand, das findet man nicht mehr. Deswegen bin ich mit 425 komplett pari. Bist du damit auch einverstanden? Ich würde sagen, Deal. War kaum zu sehen, der Deal, aber ihr habt es so am Rande, habt das gesehen. Ich würde sagen, weiter geht's. Wir haben es jetzt im Sortiment. Wir haben jetzt, wie gesagt, auch noch diese schönen Sachen da und die Kamera. Ich finde das so geil, dass die Kamera mir folgt. Mega. Ich würde sagen, weiter geht's. Wie soll ich es anders sagen? Kommt gerade ein Kunde rein. Weil er musste ja. Wie gesagt, kannst ja selber mal sagen, muss es reinkommen, ne? Unbedingt. Wo kommst du her? Aus Hessen. Aus Hessen? Zwischen Marburg und Biedenkopf. Wären also in dem Fall, hat er gerade gesagt, gab 150 Kilometer. Und ich habe mir ja vorgenommen, dass ihr genauso wie ich von den Kisten genauso übermannt werdet wie ich.
Deswegen gucke ich einmal vorher an, was alles so da drin ist. Das zeige ich euch dann. Und hinterher natürlich das komplette Foto. Und dann werden wir die Austarierung machen, was wir da an Preise bezahlen. Und die Endsumme werden wir bekannt geben. Werden dann auch mit dem Kunden noch mal kurz sprechen. Ich würde sagen, gib mir mal einfach mal die erste Kiste her. Er kam gerade bei dem Regenwetter, was wir momentan haben, mit dieser Kiste genau so hier rein. Das erste, was ich machte, war erstmal sofort über die Spiele putzen, weil Wassertropfen nicht gut. Aber ich zeige einfach mal, was so im Einzelnen, wie gesagt, ich weiß, was oben drauf liegt, mehr weiß ich nicht. Wir haben einmal das Spiel Jam It. Auf die Zustände werde ich vielleicht nachher noch mal so ein bisschen eingehen, dass ihr vielleicht noch mal wisst, ob Beschreibungen dabei waren oder nicht. Hier, wie gesagt, immer darauf achten. Eine Seite kann man nicht so gut aufmachen, weil die hier diese Zusatzlasche haben. Diese. Auf der anderen Seite hat man diesen Haken nicht. Deswegen auf der einen Seite lässt sich es besonders gut öffnen. Wäre zum Beispiel ohne Beschreibung. Spiel ist die NTSC-Version. Ist der Markt nicht ganz so gut für, aber es ist ein vorhandener Markt. Dann haben wir True Lies mit Aufklebern drauf. Leichte Einrisse sind dran. Fühlt sich an, als wenn eine Beschreibung drin wäre. Aber ist in guter Zustand. Ja, ist komplett. Wäre die PAL-Version. Und es ist, ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob man sieht, also, oh, da sind sogar noch die Codes drin. Also, sie hat gelebt. Haben wir auf dem Schirm. Halte ich mir im Hinterkopf. So, dann kommen wir zum nächsten. Ah, Vorsicht, das erst noch zumachen vernünftig. So, dann kommen wir zum nächsten. Lidl Enforcers. Das wäre höchstwahrscheinlich eine Version, die mal auf dem Trödelmarkt gestanden hat, weil so sieht es normalerweise aus. So sieht die aus. Entweder hat sie im Schaufenster irgendwo gestanden oder halt auf dem Trödelmarkt, keine Ahnung. Weißt du es, wo es war? Keine Ahnung. Weiß er auch nicht. Okay, schade eigentlich. So, dann haben wir Pocky Rocky in einer nicht ganz so schönen Zustand. Dann haben wir, da muss Ultimate, das werde ich tatsächlich gleich mal aufschrauben, weil das kommt mir etwas spanisch vor. Also da müsst ihr mal, wenn ihr sowas habt, also das kommt mir jetzt tatsächlich Mexiko. Assemble in Mexiko. Da bin ich jetzt nicht ganz, das würde ich nachher mal aufschreiben, einfach nur mal nachzugucken. Wenn es eine Fälschung ist, werde ich euch auf jeden Fall kundtun. Dann haben wir hier noch ein Spiel, kann ich jetzt gerade nicht lesen. Dann haben wir Asterix und Obelix im passablem Zustand. Es ist nicht der Sammlerzustand vor dem Herrn, aber es ist mit OVP. Dann haben wir Scooby-Doo. Auch ein vernünftiges Spiel, aber NTSC halt, ne? Speedy Gonzales. Schnellste Maus von Mexiko. Dann haben wir nochmal das Lester. Kenne ich nicht, habe ich noch nicht gespielt. Muss ich zu Hause mal mein Gerät. Dann haben wir Alone in the Dark 2, die japanische Version. Ich glaube, die japanische müsste das sein. Dann haben wir, ich kann es nicht lesen. Selbst auf der Rückseite steht nichts drauf, was man lesen kann. Ja! Kunde sagt, hier. Was steht drauf? Super Robot Wars F Final. Dann haben wir Simulation RPG zu Kazu. Lest selber. Dann haben wir, ja, das hatten wir gerade schon, ein paar schöne Man X TT. Dann Sega Saturn Soviet Strike, auch was Feines. Steuerung ein bisschen hakelig, aber man kann es gut spielen. Cards, das habe ich mal irgendwann in der Spielhalle gespielt. War damals, soweit ich weiß, auch ein relativ cooles Spiel. Sega Rally, da gibt es tatsächlich eine Spielhallenversion von. Ist damals auf dem Sega Saturn auch tatsächlich 1:1, glaube ich, übernommen worden oder umgekehrt. Dann haben wir das nächste. Also es ist wie gesagt eine gemischte Tüte. Black Bass, ein Angelspiel. Gibt es ja jetzt auch für die Switch was Neues. Dann haben wir nochmal Carmel Robocop 9. Also
Kamel ist der Besitzer, Robocop 9 steht nochmal drauf. Es ist aber, ja doch, also ist, hier steht eine 9 und da oben steht eine 3. Ich nehme an, es ist Robocop 3. Dann haben wir Offroad. Das war meiner Meinung nach, also ich meine in Erinnerung zu haben, dass es nicht so schön war. Dann haben wir Fire. Ich denke mal, da geht es ums Feuern. Also mit dem, wie heißt der nochmal, der Hubschrauber? Das ist das nicht der Apache? Apache? Kann sein, ja. Dann haben wir Offworld. Interceptor Extreme. Also da wurde das Ganze auf jeden Fall ins Ultimum gezogen. Zustand nicht der allerallerschönste. Ist mal irgendwann mit leichter Feuchtigkeit in Berührung gekommen. Hülle könnte auch ein bisschen Liebe gebrauchen. Hier, solche Aufkleber kriegt man ja so gut mit WD-40 weg. Dann kommen wir zu... Wie gesagt, ist eine Überraschungseitüte. Ich merke das schon. Dann haben wir hier einmal das Snowboarding. Das Driver 2, auch ein richtig cooles Spiel. Dann haben wir ein Spec Ops. Theme Park World. Da habe ich ja den Fehler gemacht. Ich habe gesagt, Patienten dürfen nicht auf den Fluren getötet werden. Ist Theme Park Hospital. Dann Ultimate Invasion. Das ist auf jeden Fall eins, was ich nachgucken muss. Aber das fühlt sich an, als wenn da keine Beschreibung bei wäre. Doch, oh, die ist aber dünn. Die ist aber dünn. Aber Extreme Ghostbusters ist da drin. Ist das? Ja doch, das ist ja mein Fehler. So, dann haben wir noch mal das Harry Potter. Das Trackmania. Ich würde sagen, da gibt jemand seine Sammlung auf. Und das lag oben, als er mal renoviert hat. Da sieht man nämlich überall so kleine Punkte. Finde ich cool. So, was haben wir noch? Dann haben wir In the Hand. Das kenne ich gar nicht. Das habe ich noch nie gespielt. Muss ich mir mal reinziehen. Und Special CT Forces. Habe ich auch nie gespielt. Kann ich leider auch nichts zu sagen. Dann haben wir No Mercy. Das ist, glaube ich, ein Wrestling-Spiel. Diddy Kong Racing. Ich glaube, das ist so ein Autorennspiel. Aber auch was Cooles war Gelante 2. Da gab es die PlayStation 2 1 Version, die habe ich mir damals extra aus Amerika kommen lassen, weil da konnte man Sachen umfahren. Also die deutsche PAL-Version, da fährst du über Roboter und in der NTS, also in der nicht geschnittenen Version, da muss man halt Polizisten überfahren und was nicht alles. Also im echten Leben sollte man das natürlich nicht machen, aber im Spiel hat es einfach einen Heidenspaß gemacht. Und wer möchte Roboter überfahren? Fragt euch selber. So, dann hatten wir nochmal Hugo 2. Die lassen sich auch übrigens hervorragend spielen. Teilweise mit dieser Lore, wo man fahren muss. Hat man hier diese, wo man auf der Lore fahren muss, dann Kopf runterziehen, dies, das. Dann haben wir leider einen Controller, der schön hier ist, aber nicht schön da ist. Aber da könnte man das Kabel austauschen von einem, der schlecht da ist, aber schön hier ist. So, dann kommt das nächste. Wäre wieder einer. Die sind übrigens so reingekommen. Ich wickel die Kabel nicht so. Ich wickel die Kabel, ich kann es euch mal zeigen. Ich wickel die Kabel so. Vorsichtig, drumherum. Eventuell mit dem Klettband. So nochmal drum. So nochmal drum. Dann kann man nämlich den Controller richtig schön... So, das Kabel hier drunter, schön auf das Gerät legen, der Controller kommt besser zur Geltung und das Kabel ist immer an einer anderen Stelle geknickt. So, dann haben wir einen Nintendo 64 mit Patrick, ich habe es letztes Mal falsch gesagt, mit einem China-Import, ich habe ja Japan-Import gesagt. Das ist ein Import, das kommt bei mir wieder dahin, wo es hingehört. Kabelschrott. Dann haben wir eine Nintendo 64. Wenn das jetzt die Pikachu-Edition wäre, dann kostet nur dieser kackblaue Deckel 40 Euro. Ich habe ihn letztens bestellt. So, dann haben wir als nächstes das Netzkabel noch davon. Und wir haben eine Mega Drive. Das war Kistero Nummer 1. Tüte Nummer 1. Dann haben wir noch eine zweite Kiste. Die kann er mir mal einmal angeben. Ich hoffe, dass ich hier irgendwie noch Platz habe. Und da geht's. Größten. Oh, Scheiße, hätte mir
Das hättest du mir mal sagen können, dass sie schwer ist. So, und jetzt wisst ihr auch schon, sieht man es, warum dieses Doom die ganze Zeit im Hintergrund war. Das habe ich nämlich gerade schon gesehen, das habe ich mir gerade schon angeguckt. Habe ihm auch schon sofort einen Preis gesagt, weil ich es noch auf dem Schirm hatte, von Retro Arcade Bar. Der hat es ja bei mir gekauft mit OVP, die ich lieber bunter Haufen genannt habe. Das sieht auf jeden Fall noch gut aus, keine Abrisse. Dann haben wir das Spider-Man. Leichte Knicke haben sie. Aber ich sag mal so, wenn so ein Spiel zu geleckt aussieht, dann bin ich auch nicht mehr schlüssig, ob das wirklich noch ein Original ist. Deswegen finde ich das gar nicht mal so schlimm, wenn sie kleine Knicke haben. So, dann haben wir das E-SWAT. Habe ich noch nie gespielt, bin ich raus. Noch bin ich raus, ich werde es mir spielen. Dann haben wir das General Chaos. Das scheint aber ohne Beschreibung oder sehr dünn. Ne, ohne Beschreibung in dem Fall. So, mit zack, zack. So, dann haben wir das Cannon Fodder. Auch was Feines. Lässt sich super spielen. Tecmo Super Bowl. Fußball auf amerikanisch. Dann haben wir Super Baseball. Das ist dann nicht mehr Fußball, weil man, das macht man ja, glaube ich, nee, das macht man auch nicht mit dem Fuß, ne? Super Bowl, das macht man ja auch mit der Hände. Egal. Ist auf jeden Fall Sportspiel. Bin ich stellenweise raus. So, dann haben wir noch ein Sportspiel. Aber wir haben auch schöne Jump'n'Run-Spiele. Was ist es? Turbo Toons. Und zwar in einem sehr, sehr guten Zustand, muss ich sagen. Da kann man echt nicht meckern. Mit Beschreibung. Und Modul sieht hervorragend aus. Inlay könnte ein bisschen schöner sein, aber es ist wenigstens vorhanden. Das ist schon mal sehr viel wert. Und ich würde sogar sagen, wirklich in sehr gutem Zustand. Aufkleber ist noch, sowas kriegt man hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man sieht in der Kamera, sowas kriegt man hervorragend mit WD-40 wieder runter. So, dann haben wir nochmal Coplifter 3. Das hatten wir, glaube ich, den zweiten, ersten Teil hatten wir, glaube ich, schon gerade, aber in anderer Sprache. So, dann King of Dragon. Ach, das ist ein japanisches, aber ein Capcom-Spiel. Habe ich nie gespielt, bin ich tatsächlich raus. Final Fight, haben wir nochmal die NTSC-Version. Dann haben wir das Tetris DX in gutem Zustand. In sehr gutem Zustand, tatsächlich. Das wird auf jeden Fall gleich mindestens schon mal wieder sechsstellig bringen. Nein, natürlich nicht. Wir müssten was ja eintüten in so eine Acrylkiste und... Ach nein, wollen wir nicht. So, aber jetzt haben wir, glaube ich, so die... Kawasaki Superbikes, das habe ich mal gespielt. Ich persönlich fand es sehr, nicht ganz so schön. Es war nicht meins. Wer es mag, auf jeden Fall gut. Für jeden, der das mag. Ich fand es nicht so schön, aber jeder hat zum Glück einen anderen Geschmack. Dann haben wir nochmal Doom Troopers. Das werde ich höchstwahrscheinlich weglegen müssen für ihn. Für Retro Arcade Bar. Dann muss ich mittlerweile schon auf meinem großen Laptop die Sachen lagern, weil ich habe keinen Platz mehr. Dick and Spike. Weiß ich nicht, was man dazu sagen soll. Ich kenn's nicht. Dann haben wir Inspector Gadget. Das Spiel habe ich irgendwann mal in irgendeiner Vergangenheit... Ich habe es mal irgendwann gespielt. Ich weiß aber nicht mehr, was drin vorkam. Das war, glaube ich, nur ganz kurz angespielt und habe es dann auch relativ schnell wieder rausgepackt. Dann haben wir noch mal für den Sega Mega CD haben wir noch mal Sherlock Holmes. Sieht man auch relativ selten, häufig, relativ selten, ist mit Sicherheit auch was Feines. Ich denke mal, da geht es darum, dass man irgendwelche Sachen kombinieren muss, dies, das. Dann haben wir nochmal für die Mega-CD Night Trap. Habe ich auch nie gespielt. Der Sega-CD ist tatsächlich auch an mir vorbeigegangen. Dann haben wir mal nochmal das Phantom 2042. 2042 müsste das sein. 2040. Entschuldigung, dass ich eine falsche Zahl gesagt habe. So, jetzt kommen wir zu PlayStation 2. Und da sind tatsächlich auch schöne Sachen bei. Das zielt. Toll. Er will mich ausrauben. Er will die Kasse leer machen. Ist ja sealed. Ist das ja 100 Mal teurer. So, dann haben wir Fireblade für die PlayStation 1, das Hulk, richtig teuer geworden. Ich weiß nicht, was es auf der PlayStation kostet.
Aber auf der PlayStation weiß ich, dass man da einfach alles kaputt machen konnte. Ich glaube, man konnte sogar die Konsole zum Absturz bringen, wenn man zu viel kaputt gemacht hat. So, dann haben wir nochmal das SOCOM, US Navy SEALs, US RASA. Dann haben wir das LA Rush, auch was Feines. Das macht sogar Spaß, das LA Rush. Jeep Trills, sagt mir gar nichts. Ich kenne auch den Publisher gar nicht. So, sagt mir jetzt gerade nichts. So, dann haben wir die Unit Drift Racing. Ich habe dieses Cover in Erinnerung und weiß, dass das Spiel nicht gut war. Terminator 3. Dann haben wir WDL Thunder Tanks. Dann nochmal das RC Revenge Pro. Das ist witzig. Das macht richtig Spaß, das Spiel. Dann haben wir Barbarian. Und wir haben... Ja, wie soll man es am besten erklären? Zwei Polizisten. Der eine immer, zack, Sonnenbrille, dies, das, Anzug an, immer gut gekleidet, immer Sportwagen. Ich kenne keine Polizei der Welt, außer in Dubai, die mit solchen Autos durch die Gegend fahren. Miami Vice, das Conan, das Sages Wars. Ich sag nicht zu jedem Spiel was. Wie gesagt, wenn ich zu jedem Spiel was sagen würde, würde es zu lange dauern. So, dann haben wir das City Crisis. Steuerung war, wenn man sich mit beschäftigt hat, war die gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir das World Super Police. Es ist ein Spiel, was man nicht spielen muss. Es ist wirklich schlecht. War of the Monsters. Wie gesagt, einige Spiele habe ich auf dem Schirm, was die kosten. Bei einigen Spielen muss ich definitiv nachgucken. So, dann haben wir das Seek and Destroy. Das hatten wir, glaube ich, letztens in einem Ankauf schon dabei. Das Juiced. Also ich würde 3 Euro dafür bezahlen und würde mich dann hinterher ärgern, dass ich so viel bezahlt habe. Dann haben wir nochmal das Doomsday Racers. Kenne ich nicht, habe ich nicht gespielt. Ist höchstwahrscheinlich auch so ein 3-Euro-Titel. Smuggler's Run, tatsächlich von der Steuerung richtig cool. Ants, also Ameisen. Und dann geht's weiter. Wir haben den Stapel gleich so hoch, dass ich hier oben angekommen bin. Ja, guckt euch das an. So, dann haben wir Driver. Dann haben wir Black Buchanan. Lest es selber, falls ich es falsch gelesen habe. So, dann haben wir Air Attack, SOCOM 3, Cabela's Big Game Hunter. Ich denke mal, das wird so ein Jagdspiel sein. Ja, ist ein Jagdspiel. Da muss man höchstwahrscheinlich mit dem Ballermann durch die Gegend rennen und irgendwelche Tiere tot machen. Micro Machines ist auch was Witziges. Das macht sogar richtig Spaß. Und ich habe ein Problem. Die Kiste ist noch voll und ich bin hier schon angekommen. Dann haben wir Sprint Cars. Kann ich mir sogar vorstellen, dass es witzig ist. Ich muss eine andere Stelle finden, wo ich hinlegen kann. Also, ich muss mal eben. Einen Moment. Also nicht auf Toilette. Eine Sekunde. Alarm. So. Sieht das Ganze doch wieder etwas besser aus. So. Dann haben wir hier das Sprint Cars, habe ich gerade schon gezeigt. American Shopper. Das habe ich früher total gerne auf D-Max geguckt. Und der Stress zwischen hier Papa und Sohnemann, er war ja immer der, der immer faul war und in seinem Auto tatsächlich wirklich die ganze Müllkippen hatte. Ich glaube aber, das Spiel selber war nicht so gut wie die Serie oder diese Folgen, die man bei D-Max gucken konnte. Headhunters, Redemption, habe ich irgendwo in Erinnerung, habe ich schon mal gespielt. Monster Jam, dann haben wir ATV Offroad Fury 3. Nochmal das gleiche Spiel, okay. So, dann kommt, jetzt kommen wir zu den Highlights. Die sind nämlich, nee, ein eingetütetes. Thanks for bidding, buying by my item. Okay, hier haben wir das Crash Nitro Kart, lässt sich übrigens super spielen. Crazy Taxi war auch was Cooles, habe ich auch gerne gespielt. Dann haben wir Sob Rebellion. Habe ich nie gespielt, kann ich nichts zu sagen. Wir haben das Pirates, NBA Jam. Ghost Recon. Wir haben das Hammer, Bad Island. Wir haben das Motocross Mania 3. Stuntman, das war sogar gut. Dann haben wir das Police 24/7. Also wenn Polizisten, also das machen die höchstwahrscheinlich nur in Amerika. 24/7 arbeiten? Nein, hier in Deutschland nicht. So, dann haben wir Blade 2, wir haben das Brothers in Arms und eines der besten, meiner Meinung nach, Kriegsspiele jemals auf der PlayStation rausgekommen, Black. Dann haben wir das Beat,
Down. Das könnte höchstwahrscheinlich ordentlich was wert sein. Gucken wir uns nachher mal an. Yakuza, Shellshock Nam 67, ist tatsächlich ein günstiger Titel. Habe ich gestern oder vorgestern für 10, 11, 12 Euro verkauft. So, dann Mercenaries. Der Name ist tatsächlich irreführend. Das Spiel macht Spaß und der Name sagt, nee, macht keinen Spaß. Deswegen habe ich es damals nicht auf dem Schirm gehabt, als ich es dann irgendwann mal gespielt habe. Ich fand es cool. Ultimate Alliance 2. Sämtliche Spider-Man-Spiele, habe ich festgestellt mittlerweile, sind teuer. Keine Ahnung warum. SmackDown, ich weiß warum. Es macht Spaß. SmackDown und wir haben nochmal das Biker Mice. Nicht Biker Mike, Biker Mice. Ich habe es das letzte Mal falsch ausgesprochen. Oh, fangen wir hier auf dem Laptop jetzt auch noch an zu stapeln. Dann haben wir das Getaway. Wir haben das Mafia. Wir haben das Hot Wheels Stunt Track Challenge. Starsky and Hutch. Ja, das sind die Vorgänger von Miami Vice. 25 to Life. Dann haben wir... Oh, das ist nur die Hülle. Schade eigentlich. So. Und dann war noch dabei Knight Rider 2. Simpsons Road Rage. Und wir haben das Groove Rider. Midnight... Ampopo Midnight Club. Achtung, wir haben wieder ein Midnight Club im Laden. Das ist das erste, was seit ein paar Tagen wieder da ist. Ich hätte es mittlerweile 10-mal verkaufen können, weil hier kommen so ein paar Jungs immer rein, die haben sich letztens eine PlayStation 2 gekauft und die suchen das Midnight Club händeringend. Einer hat es mittlerweile vom Nachbarn gekriegt. So, dann haben wir das Desert Storm und das GTA San Andreas darf auch nicht fehlen. So, mittlerweile bin ich hier komplett eingebuddelt. So, Evolutions Colosseum, das macht übrigens auch richtig Spaß. Gladiator, Benjamin Weiss, das macht keinen Spaß. Und es geht immer weiter und weiter und weiter und weiter. Dann haben wir das Jacket, kenne ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Spirit Cars, sieht sogar irgendwie interessant aus. Just Cause, macht richtig Spaß, kann ich nur empfehlen. Dann G1 Jockey, kenne ich leider nicht. Snowblind, Battlefield 2, Familie Feuerstein. Ich denke mal, das könnte sogar Spaß machen. Das habe ich noch nie gespielt. Dann haben wir noch das Racing, Cartoon Network Racing. Das ist sogar tatsächlich ein, ich meine sogar um die 20 Euro Titel. So, dann haben wir Street Volume 2. Wir haben das Alpine Racers 3 und wir haben das SSX Tricky. Das macht richtig Fun. Dann haben wir noch das Fast and the Furious. Wir haben das Vietnam, wir haben das Burnout 3 Takedown. Es wird von Rennen zu Rennen zu Rennen schwieriger, weil es immer schneller wird. Dann haben wir Firefighters FD18. Ein richtig cooler Titel. Einfach Hack and Slay, Hack and Slay, Hack and Slay. Ohne Ende. Und wir haben noch das Twistle Metal Black. Sieht man auch immer seltener. Ich denke mal, der wird auch ein paar Mark bringen. Also grob über den Daumen gepeilt. Kunde sagt, ja, zwischen, was hast du gesagt gehabt? 500 und 1000. Irgendwas zwischen 500 und 1000, denkt er. Ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall irgendwo zwischen sein. Vielleicht sogar etwas höher. Ich weiß es noch nicht. Ich würde sagen, ich sondiere mit ihm zusammen die Preise. Und ich werde euch gleich sagen, was wir dem Kunden auszahlen. Ob wir zum Deal kommen oder zum No-Deal. Ich würde sagen, weiter geht's. Wenn ich die Fernbedienung finde. Ich mache es an der Kamera. Fernbedienung ist was Feines, aber man muss es auch so aufmachen können. Zack. Ja, wir haben jetzt einmal alles durchgeschaut mit dem Kunden zusammen. Der Kunde konnte, alles habe ich jetzt nicht eingescannt. Viele haben wir natürlich auch auf dem Schirm. Es waren viele normale Titel dabei, die man auch von überall her schon kennt. Wo der Kunde zum Beispiel extrem überrascht war, weil bei diesem Spiel. Bei einigen Spielen war ich überrascht, dass es fast nicht mehr so viel wert ist, wie man es eigentlich erwartet hat. Wie zum Beispiel das Twisted Metal Black für die PlayStation 2 habe ich mit wesentlich mehr gerechnet. Waren, glaube ich, was war das gerade? 15, 20 Euro in der Größenordnung. Also kein hochpreisiger Titel, ein bisschen Liebe braucht es. Hat einen ordentlichen Schubkratzer gekriegt. Die müssen wir erstmal rauspolieren. Aber dann können wir es auch mit gutem Gewissen wieder verkaufen. Ja, wir haben jetzt einen Kunden hier, der hat geschätzt, alles zusammen, kam mal so auf 600 Euro. Der Kunde, der es mir reingebracht hat, auf was für eine Zahl kamst du? 750. Er kam so auf 750 Euro. Und ich hatte aber vorher die Zahl aufgeschrieben, damit ich dann nicht nach unten korrigieren kann, so im Hinterkopf. Deswegen schreibe ich sowas gerne auf, damit man auch schon mal im Vorfeld einen Beweis hat. Und ich komme auf 830. Bist du mit 830 für deinen Stuff einverstanden? Yes. Dann würde ich sagen, haben wir einen Deal? Yes.
Ich würde auch mal Folgendes sagen, ich würde theoretisch sogar noch höher gehen, aber einige Spiele haben halt, wie gesagt, keine Beschreibung. Es sind einige Sachen dabei, wo, Mahlzeit, wo Aufkleber drauf sind, wo noch ein bisschen Liebe reingesteckt werden muss, dass die CDs wieder vernünftig aussehen, etc. pp. Wo auch einige Beschreibungen gefehlt haben. Deswegen kam ich auf die 830. Der Kunde ist zufrieden, er hat 150, 140 Kilometer gefahren. Und kommst du wieder? Ja. Wenn du mal was anderes hast? Ich habe noch andere Sachen. Er hat noch andere Sachen. Er sagte gerade, er hat noch solche Sachen wie Deep 4 10-mal oder so. Oder hier so ein Bucky O'Hara 20-mal. Also die richtig tollen Sachen. Er hat mir jetzt also nur... Nein, hat er nicht. Er hat mir richtig gute Sachen gebracht. Es sind wirklich coole Spiele dabei, die auch wirklich Spaß machen. Und ich würde sagen, weiter geht's. Ja, was soll ich sagen? Ein Stammkunde von mir kommt rein und bietet mir ein Spiel an. Darf ich dich mal eben bitten, dass du mir das eine Spiel schon mal gibst? Das andere? Ach, das, wo ich genau. Kurz nicht wusste, dass es doch nur überhaupt genau. einen zweiten Teil gibt. Richtig. Der Kunde sagte nämlich, also ich muss erst mal zeigen, das ist jetzt für seine Sammlung, das kaufen wir nicht an. Er hat das gekauft, er wusste noch nicht mal, dass es davon einen zweiten Teil gibt. Bis vor kurzem. Es sieht aus wie geleckt. Das hat er gerade aus Herten abgeholt und ich glaube, er braucht mindestens noch 3 Wochen, bis das Grinsen wieder aufhört. Nicht, weil er wenig bezahlt hat, er hat fair bezahlt auf jeden Fall. Aber was er sich abgeholt hat, war dieses Spiel. Und zwar würde ich sagen, absolut Nirmint. Ich habe es vorhin schon gesehen, also ich habe auch versucht, hier schon durchzugucken durch die Acrylcase, ob irgendwo Spuren sind oder sonstiges. Es sieht wirklich aus, als wenn es aus dem Regal genommen wurde bei Saturn, ins Regal zu Hause gestellt wurde und vergessen wurde. Dornröschenschlaf. Es sieht wirklich hervorragend aus und hat damals gekostet 39,99. Krass, auf jeden Fall. Das ist das, was jetzt in seine Sammlung reingeht, aber er hatte dieses Spiel ja tatsächlich schon einmal. Und das, was er hatte, brachte er mir. Wir haben knüppelhart verhandelt. Wir haben jetzt gerade geguckt. Also ein vergleichbares Modul haben wir gefunden für 475 bei eBay. Und wir haben wirklich knallhart verhandelt. Ich habe gesagt, ich biete 50. Er hat gesagt, nein, ich möchte 380. Dann habe ich gesagt, gut, ich biete 55. Er hat gesagt, nein, 380. Ich habe gesagt, nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Mein Angebot waren 350. Er sagt, von 380 würde er noch einen Zehner runtergehen. Ich bin absolut pari damit. Ich denke mal, es wird hier für 100 Euro mehr wieder rausgehen. Und ich bedanke mich tatsächlich bei meinem Kunden, dass er mir das reingebracht hat. Weil sowas sieht man extrem selten. Ich finde sogar tatsächlich in diesem Fall seltener als ein Symphony of the Night. Seltener als ein... Es gibt viele Beispiele, wo Spiele tatsächlich selten geworden sind, weil sie gepusht werden. Dieses Spiel wurde niemals gepusht, großartig. Wie gesagt, ich zeige euch mal den Zustand, dass ihr euch das mal angucken könnt. Hier ist von dem Aufkleber, der hier drumherum war, ein ganz klitzekleiner Abriss. Hält sich in Grenzen bei dem Spiel. Man kriegt es wirklich kaum besser. Doch, man kriegt es besser. Er hat es besser gekriegt. Sag's ruhig laut. Ja, hab ich. Dass ich hier den schlechten Zustand von dir kaufe. Also tatsächlich, ich finde sogar in sehr gutem Zustand. Er kriegt jetzt von mir 370 Euro. Bist du damit einverstanden? Absolut. Absolut. Er hat auch ein sehr faires Angebot gemacht an den anderen Verkäufer. Er hat sogar von dem anderen Verkäufer gehört, ja, mit 100 Euro weniger wäre ich auch zufrieden gewesen. Aber er fühlt sich besser mit der Summe, die er bezahlt hat. Ich sag sie jetzt nicht, oder möchtest du sie sagen? Wie gesagt, ich sag sie jetzt nicht. Er hat einen fairen, sehr fairen Preis dafür bezahlt. Es waren noch 3, 4 andere Spiele dabei, auch im sehr guten Zustand. Und er ist glücklich. Er freut sich gleich schon zu Hause. Oh, zack, zack. Zack, er hat wirklich schöne Spiele, richtig schöne Spiele, das weiß ich. Ich würde sagen, wir haben mit 370 haben wir Deal. Absolut. Ich würde sagen, weiter geht's. Ja Leute, was soll ich sagen? Wie kann man das Video, was wir gerade gesehen haben, nochmal toppen? Wo kommt ihr jetzt her? Aus Kastrop kommen wir. Die kommen aus Kastrop. Die waren in dem Moment hier, wo das angekauft wurde, was ihr gerade noch gesehen habt. Und
ja, die standen halt schon direkt dahinter und ja. Dieses Spiel findet direkt den neuen Besitzer. Es ist also nicht mehr bei uns im Laden. Es ist direkt wieder weitergegangen. Wir haben ein bisschen was dran verdient. Dann hat er sich aber noch ein paar andere Sachen ausgesucht. Und zwar einmal das Dragon Force E. Das haben wir bezahlt 165 Euro. Genau. Dann haben wir nochmal das Shinobido. Shinobido. Genau, Shinobido. Haben wir auch einen fairen Preis für genommen. Dann war das Wolfenstein dabei. Und es gab mal Zeiten, da habe ich die bei eBay für einen Zehner gekauft. Mittlerweile kosten die, wenn man davon nachkaufen muss, um 25 Euro, haben wir auch 25 Euro für berechnet. Dann hat die gute Frau noch was in der Handtasche, was ich ihr vorhin angeboten habe. Sie fragte, was soll diese eine Figur kosten? Da fragte sie mich, was soll diese eine Figur kosten? Diese Figur habe ich regelrecht als Donation von jemandem bekommen und ich habe ihr gesagt, sag mir einen Preis zwischen 0 und 500. 15? Ich sage nein. Sag mir einen Preis zwischen 0 und 500. 16? Nein. Ich sag mir einen Preis zwischen 0 und 16. 13? Nein. Also es war eine Donation, die geht tatsächlich wieder raus als Donation und dafür war sie dann auch für 0, also 0 Euro für diese Figur. Dann hatte sie sich noch was ausgesucht, hat nichts mit Gaming zu tun. Und ich sagte zu ihr, sag mir einen Preis zwischen 0 und 500. Und sie hat das Prinzip relativ schnell verstanden. Was waren deine Worte? Musst du lauter sagen, sonst hört man dich nicht. Also so sagt sie, 0. 0 waren ihre Worte, hat sie auch für umsonst gekriegt. Für den kleinen Haufen haben die beiden jetzt 700 Euro bezahlt. Ich mache auf diese beiden Stücke aufmerksam. Die waren die Preistreiber in der ganzen Geschichte. Es war etwas über 400. Es war etwas über 150. Also könnt ihr euch ausrechnen, was sie im Einzelnen bezahlt haben. Bist du einverstanden mit dem Deal? Auf jeden Fall. Finde ich super. Die Chance gesehen bei Konker und ja, einmal Tacheles gesprochen und dann zugegriffen. Wie gesagt, er stand... So stand er da und sagte, meins. Also es ist leider nicht mehr, aber es hat es noch nicht mal bis ins Regal geschafft. Finde ich schade. Ich bringe noch meins mit. Und der es mir gerade verkauft hat, ist auch noch da. Er hat sogar mitgekriegt, dass ich es verkauft habe, auch mit Gewinn. Er hat sogar noch einen Zehner mehr gekriegt, weil, wie gesagt, das ist dann für, es muss für alle Seiten ohne Bauchschmerzen sein. Ich würde sagen, weiter geht's. Ah, nein. Genau. Bam. Ich würde sagen, Deal. Deal. Weiter geht's. So Leute, das war's mit dem heutigen Samstagsvideo. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit gehabt, mit den ganzen Ankäufen, mit den vielen coolen Sachen, die wieder reingekommen sind. Ihr seht es selber, wir haben in den Vitrinen ordentlich Sachen drin, es sind schöne Sachen dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen, hier mal zu stöbern, auch mal was zu kaufen. Wir freuen uns natürlich auch über die Leute, die mal was mitnehmen. Und was soll ich sagen? Ich finde diesen Gimbal, der macht echt voll Spaß. Nein, also allen Ernstes, wir haben natürlich auch wieder ein Video dabei gehabt, was mit Wackelfunktion war. Sei es mir verziehen, es wird kein weiteres davon geben, nur noch die, die wir jetzt noch auf der Festplatte haben. Ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Samstagsvideo. Ich hoffe, ihr seid am Mittwoch wieder dabei. Am Mittwoch ein richtig cooles Gimmick. Und zwar wollen wir euch mal zeigen, was man alles machen kann, um so eine CD-Hülle. Die hat natürlich ihre Spuren, indem sie in die Schränke geschoben wird, sie wird wieder rausgeschoben. Sie hat stellenweise monatelang, jahrelang auf dem Trödelmarkt irgendwo ihr Dasein gefristet. Sie hat stellenweise in den Schubladen gelegen. Vielleicht hat mal irgendwas draufgelegen, was drauf rumgerieben hat oder sonstiges. Wir zeigen euch im nächsten Mittwochsvideo, wie man das wirklich wieder richtig schön hinbekommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Mittwoch im neuen Video. Ich würde sagen, weiter geht's. Haut da rein. Was ich ganz vergessen habe, schönes Wochenende euch. Und zockt was Schönes und ja, seid lieb zueinander. Ja, Leute, Hallöchen.
Ne, das geht nicht.